Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Wir fahren heute in unserer Online-Liga Deutschland und es gibt weder im Qualifying noch im Rennen Regen. Das ist schon mal was Gutes. Das ist richtig geil. Leute, ich habe richtig viel Spaß. Er redet mir wieder dazwischen. Ich habe richtig viel Spaß, weil ich war 2 Wochen im Urlaub und wir haben seit ungefähr 3 Wochen nicht mehr aufgenommen. Ich habe auch nicht Test gefahren, weil ich ein bisschen zu spät zur Aufnahme kam, wie eigentlich immer. Ich habe richtig viel Spaß. Das wird super laufen. Ich habe nämlich die letzten Rennen schon richtig eingeschissen. Jan war ja relativ gut. Relativ, oder? Ja, richtig gut. Ich bin, glaube ich, nur ein Punkt, also in der Gesamtwerte bin ich Zweiter, ich glaube, du bist, weiß ich gar nicht, Sechster. Du hast 80 Punkte, das weiß ich, ja, genau. Glaube ich, 130 ja, und ja. Hamilton hat 131, aber, ich Leute, dich weg. Ich sag euch jetzt mal was, ja. Jetzt sagt er was! Ja, die Anmoderation habe ich mir extra was überlegt. Okay. Was ganz Spezielles ist, nämlich. Leute, es sieht jetzt so aus, sind schwierige Rennen für uns. Ich habe jetzt zwar, ich glaube, 3 Rennen hintereinander gewonnen, oder sogar 4. Frankreich, Kanada, Österreich, 5. Großbritannien, genau, 4 Rennen hintereinander habe ich gewonnen. Ey, wie kann man so brachial gut sein? Aber jetzt kommt Deutschland, die Strecke, in echt war das geilste Rennen seit mehreren Jahren, meiner Meinung nach. Das war so geil, das zu gucken, es war mega nice. Aber ich kann Deutschland nicht so gut. Dann kommt Ungarn, kann ich auch überhaupt nicht. Ich mag Ungarn nicht. Dann kommt Belgien, ist eigentlich eine ganz coole Strecke, mag ich auch. Alter, Raikön ist ja doof. Hä, was ist das denn? Das Spiel buggt gar nicht. What the fuck? Ich bin gerade hier in diese Ding Live-Übertragung hinten gegangen, suche Janodopoulos und hier steht einfach, du bist bei Ferrari. Hab ich, bin gewechselt. Oh Leute, ich habe auch irgendwas im Hals. Also keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber irgendwie auf der Rückfahrt von meinem Urlaub. Wir sind ungefähr 14 Stunden gefahren, offensichtlich war die Klima ordentlich am Start. Also es ist nicht mega erkältet, aber irgendwie so ein Kratzen im Hals, das ist so ekelhaft. Ja, auf jeden Fall jetzt Deutschland, Ungarn, Belgien. Belgien eigentlich eine coole Strecke, wie gesagt, aber total gefährlich wegen der Rouge. Also da kannst du auf jeden Fall jede Runde wirklich immer rausfliegen. Ja, dann kommt ich. Italien. Auch so eine Strecke, die ich häufig nicht beende, weil ich da irgendwie in der Bande lande. Jetzt bist du bei Alfa Romeo. Ja, ich wechsle die ganze Zeit. Ja, was ist das für ein Scheißspiel? Er wechselt einfach währenddessen er fährt. Ja, cool. Ich unterschreibe immer einen neuen Vertrag im Auto, währenddessen ich gerade meine Bestzeit fahre. Ich hoffe übrigens, dass ich alles normal aufnehme. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt tue, was ich tun soll. Aber ja, ob die das ganze irgendwas Zeit gegen Raikön hinterher, deswegen, das wird eine richtige häselige Runde. Ja. Ramm ihn mal bitte. Okay. Jetzt so. Die Runde ist doch schon vorbei. Du bist Erster. Ja. Das ist ja echt nicht ekelhaft. Ja, aber die war schlecht. Ja. Yeah. Ja. Ach, oder. Leute. Ich hab richtig viel Spaß. Wir haben das heute ist auch gut, das ist genau das, was zählt. Richtig viel Spaß. Ich weiß. Ja. Wir haben heute mal, nach 3 Wochen, höre ich dich zum ersten Mal wieder. Da habe ich sowieso Spaß. Vor allem, weil du so intelligent bist. Ja. Und außerdem haben wir heute so einen coolen Aufnahmetag, wo wir ganz viele coole Sachen spielen und da freue ich mich schon. Also, und außerdem ist es auch nicht so mega warm. Es ist zwar warm, weil ich habe Softboxen an und so. Alexa, und wie warm ist es gerade? Gut, wir haben. Hast du auch eine Alexa jetzt? Ja. Ich hab so gewartet, kommt irgendwas? Und denk mir so, nee. Oh, es ist was gekommen. Ey, das hab ich nicht gehört. Ja, das hat man wirklich. Alter, der labert die ganze Zeit dazwischen. Was ein Spaß. Im Video hat man es bestimmt gehört. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, ja, ist krass, Leute. Es ist richtig krass. Ich kann mal gucken, wie viel gerade es mir am Handy anzeigt.
Digga, was ist da los? Hast du so eine kleine oder eine fette? Mir ist alles fett. Ja, ich weiß schon. Nee, ich hab ein kleines Echo Dot nur. Ja, hab ich auch, geil. Okay, 17 Grad zeigt er mir gerade an hier. Wollten wir irgendwann dann, wenn ich so smarto-mäßig irgendwie was mache oder so, noch was Größeres dann kaufen. Aber weiß ich noch nicht. Ja, also ich finde, man braucht die große nicht, weil die große hat ja eigentlich nur bessere Lautsprecher. Ja, und ich verbinde die. Smartom hab. Ja, ist egal. Auf jeden Fall verbinde ich die ja sowieso immer mit meiner Heimkinoanlage, also von daher kein Problem. Ich hab die meine zweite Stellerunde abgebrochen. Ha, weil du nicht schnell warst, lol. Box und Stopp! Ah! Ah nein, jetzt ist es bei mir. Oh Gott. Dass er mein Mikrofon nicht erkennt. Echt? Ja. Ja, ja. Alter. So laut, ey. Ohne ich? Ja, ja. 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 Jetzt kann ich gar nicht mit der Box in diesem Rennen reden. Hör doch auf. Muss ich nach dem Rennen ändern. Boah, ich habe jetzt richtig viel Spaß, meine erste Runde richtig zu verkacken. Nee, du fährst auf jeden Fall schneller als ich, das weiß ich jetzt schon. Ja, wahrscheinlich. Ich fahre wahrscheinlich gar nicht. Sag mir das bitte nochmal in 2 Minuten, wenn ich in der Wand bin. Was denn für eine Wand? Hier gibt es in Deutschland keine Wand. Nein. Also in echt, wie gesagt, das Rennen fand ich ja mega geil dieses Jahr in Deutschland. Ich hab's nicht gesehen. Sind 4 oder 5 Leute in dieselbe Bande reingefahren und ausgeschieden. Richtig gut. Das ist ja ein super Rennen. Ah. Ja, das war mega geil, das Rennen. Und Hamilton hatte einen Boxstopp, der hat über 1 Minute gedauert. Oder irgendwie 52 Sekunden oder so. Was? Ja, ohne Witz, so wusste er das. Das war so geil. Ich hab, ich hab nicht mal die Highlights gesehen. Ja, ich war da wahrscheinlich im Urlaub. Das war ja erst vor 2 Wochen. 2 oder so, 2, 3 Wochen. Ja. Das Rennen war so. Ich glaube, das war genau das Wochenende, wo ich gerade im Urlaub gefahren bin. Oh, bin ich schon durch? Die Strecke ist ja richtig kurz. Oh Gott. Das wird so ein Fail. Safe. Weil irgendwie die Mechaniker von Hamilton und so, die wussten nicht, welche Reifen sie nehmen sollen und sind dann immer hin und her gerannt und so. Und dann haben sie insgesamt 52 Sekunden gebraucht. Wahrscheinlich. Ja, ich renne jetzt mal ein bisschen hier rum. Kein Ding. Ah ja, gar kein Problem für mich, oder? Boah, ich fahr so schlecht. Kannst du mal Hamilton wegrammen? Wo ist im Rennen dann? Ja, wenn ich schlecht bin, mach ich das. Ja, eigentlich müsste ich ja dich wegrammen. Im dritten Sektor sind die Boots gut. Gut? Ja. Das im dritten sind gerne. Sie gut. Vor allem im zweiten sind sie schlecht. Ja, wie ich. Ich bin eigentlich überall schlecht. Also ich komme, glaube ich, irgendwie so auf Platz 10 oder so jetzt gerade. Nein. Nee, so schlecht nicht, aber auch nicht so mega gut. Ich glaube, du bist gleich Platz 1. Nee, jetzt noch nicht. Wenn dann noch mal in meiner zweiten, aber jetzt noch nicht. Ja, wenn dann. Oder. 16 Sekunden hast du Sektor 1. Ja, du machst ja, das ist schon Platz 1 sicher. Genau! Du bist 20. im Temporadar, möchte ich nur mal sagen. Ja, ja, das ist eh Standard. Das brauchst du mir gar nicht sagen, das weiß ich sowieso schon. Okay, doch nicht. Oh, das ist auch eine schlechte Zeit. Ja, sag ich da. Aber ich bin gar nicht so, also ich bin eigentlich zufrieden. Also was heißt zufrieden, aber dafür, dass ich... Also dann, du hast den schnellsten dritten Sektor gefahren. Ja, ich weiß, da bin ich am besten gefahren. Also da war ich richtig im Flow. Ja, ich weiß. Nein, wirklich, ich habe ganz, ganz viele Kurven im ersten und zweiten nicht perfekt genommen. Aber im dritten, da denke ich, dachte ich so, oh, das läuft eigentlich ganz gut. Da hat er gedacht. Im da habe ich gedacht, hat er gedacht. Da habe ich mitgedacht. Ich so fahre jetzt nochmal raus. Nee, bitte mach geh ich weg. Oh Mann. Bitte holt mich ab. Krankenwagen. Boah, du hast wieder deine Roboterstimme. Was? Ja, aber richtig. Alter, Digga, was machst du gerade? Husten. Lex oder Knacksen? Oh, oh mein. Oh. Ich hab auf TS geguckt. Oh. Und bin. Hab nicht. Ich hab. Bin. War grad beim. Ich bin. Hab. War. Hab. Bin. Alter, geh mal weg mit deiner Roboterstimme. Lex oder. Knacksen?
Nein, du hattest doch früher auch schon mal diese Roboterstimme, wenn du Internet. Ja, ja, Lex! Nein, du hast. Halt dein Mund! Ja, keine Lex, sondern du hast dann so eine komische. Ja, ich weiß Stimme schon, warte so. Mal. Ich na, auf jeden Fall habe ich dann gerade bei TS so raufgeguckt und währenddessen hat die Box mich freigelassen und ich war eigentlich gar nicht am Lenkrad, aber offensichtlich wird man nicht geradeaus rausgelassen, sondern ich bin halt dann in die Wand gefahren und mein Reifen ist ab. Ja, das ist natürlich doof, das kann ich später machen. Ja, ich find's gut, dass du nicht nochmal fährst. Ich nicht. Eigentlich unfair jetzt, du darfst jetzt nicht Platz 1 werden. Darfst du nicht? Darfst du nicht. Aber du hast jetzt wieder, deine Stimme ist wieder so okay. Ist wieder okay. Ich hab sie ja repariert, ja. War kurz beim Arzt. Boah, ey, so eine gute Runde muss man erstmal fahren, ey. Wie krass ich grad bin. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nicht mal jetzt nicht. Und ich hab nur viel so zu viel Benzin mit. Ist das nicht geil? So, keine Ahnung, Mike macht ja immer so. Zwei Fotos, wenn er Screenshots machen soll oder so. Und ich mache immer so 30 und so. Ich mache es immer vernünftig. Mein vernünftig. Gar nicht. Boah, das wird so eine gute Runde, ey. Das ist ja so geil. Ja, ich weiß, ich sehe es. Oh! Der war Rasen. Oh! Der war Rasen in dein Mull. Oh Gott! Oh, gute Runde, gute Scheiße. Runde. Scheiße! Jetzt bin ich nicht mehr Erster. Zweiter, das war richtig gut. Ey, das war nur wegen dem Schalenke. Ja, ohne jetzt Müll. Kannst du auch in die Wand fahren. Ja, mach ich. Ah! Perfekt. Ich weiß. Ja, ach Mann, also die Runde war echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch richtig viel Spaß dabei. Das ist ja die Hauptsache. Ja, das ist ja die Hauptsache. Nein, aber auf jeden Fall hätte ich es trotzdem gepackt. Also ich war dafür, ein Zehntel hinter dir und den hatte ich. Ich bin dafür, du gewinnst das Rennen. Ja, und kam Hamilton weg dagegen. Nee, das ist mir egal. Du bist Platz 1, ich bin Platz 2. Okay, das finde ich super. Dann kann ich auch endlich mal wieder Punkte holen. Ich kann ich irgendwie raustappen, ohne dass jetzt dann irgendwas passiert? Nein. Okay, dann lass ich's. Weil nicht, ich wollte jetzt hier bei Teamspeak mal ein bisschen abcheckeln, was da los ist. Was da los ist. Lieber nicht raustappen. Nee, lass ich lieber. In diesem Spiel ist das gefährlich. Das ist ganz gefährlich hier. Bei der gebuggten Formel 1 Version hier. Also wir haben ja sogar die bugfreie Formel 1 Version, aber die ist doch nicht ganz bugfrei. Boah, was ist das für eine häselige Statik? Rot, gelb, weiß oder rot, gelb, gelb? Also ich habe standardmäßig ist bei mir rot, gelb, weiß ausgewählt. Ja, ja. Ja, ist wirklich so. Aber mach ich nicht. Was, echt? Ja, das war bei mir ausgewählt. Bei mir nicht. Ohne aber Scheiß. Die Strategie ist ja trotzdem häselig. Ja, und der Benzinverbrauch offensichtlich. Also das ist ja ein richtiger. Das ist für Anfänger. Das ist ja. Ich habe was ausgewählt, ich sag dir aber nicht was. Hm. Doch, ich habe rot, gelb, gelb. Wir sind ja ein Team. Strategie. Sagt er jetzt so, nachdem er mich erstmal auslacht und fertig macht, sagt er so, ja, wir sind ja ein Team eigentlich. Ich kann nicht fahren. Was war das denn? Ich weiß, dass du nicht fahren kannst. Alter Mann, ich bin jetzt Fünfter, hä? Was hab ich denn getan? Mann, der redet die ganze Zeit. Die Kupplung musste drücken, ne? Ja, hatte ich. Und als ich sie losgelassen habe, stand da, ja, bitte dreh die Kupplung. Ja, dreh sie doch mal. Ey, wenn mir das gleich beim Start auch passiert, ey, was ist da los? Zum Glück bin ich auf Platz 1. Wäre so richtig dumm, wenn du so Platz 1 gewesen wärst und ich dann so Platz 3 direkt so hinter dir gestartet oder voll so. Voll auf mich drauf, du kennst da eh nix. Was für Ausweichen ist das denn? Ich kenn Ausweichen, du kennst es nicht. Oder Platzlachen. Du musst vor der Bremskraftdingens vielleicht ein bisschen verstellen. Ja, stimmt, deswegen hattest du gerade das besser. Ja. Auf was hast du? Ich habe jetzt 66. Ich habe 70. Oh, das ist das Höchste, glaube ich, oder? Uiuiuiui. Der jetzt schon mal hoch. Was hatten wir eigentlich für eine Runde? Von der Zeit her? 1,14 tief. Okay, krass. Also die sind echt schnell.
Und es ist so eng hier. Ich finde die Strecke ultra eng. Ja, ist ja auch. Da passen noch niemals, also zwei Autos okay, aber gerade so, da, du rammst dich ja locker weg. Ja, nee, in diesem dritten Sektor, da kannst du nicht. Also da ist nichts mit überholen bei dieser kurvigen Dings da. Ach, ich kenn da nix. Ja, das tut, aber ich muss ja sowieso nicht überholen, also von dem her. Ja, überrollen da und so nehmen muss ich nicht. Ja, bis dahin sind wir eh schon. Nee, bis dahin sind wir eh schon ausgeflogen. Beide. Ich sowieso und ich ramm dich auch mit weg. Ich soll die Startampel im Auge behalten. Guter Tipp. Zuschauer haben uns Tipps gegeben, wir sollen ungefähr zwischen 9 und 10.000 Umdrehungen starten. Das teste ich jetzt. Das ist das erste Mal, wo ich diesen Tipp umsetzen kann. Alter, das ist so langsam. Das ist so lang. Ich bin so schlecht gestartet und er rammt mich weg. Er rammt mich weg! Ich bin so gut gestartet. Was ist das für ein Scheißspiel einfach? Nein, aber. Ich werde gekickt und musste dann abbremsen, weil ich hatte Angst, dass sie mich wieder in die Wand schubsen und dann bin ich jetzt 5. Also ich bin richtig gut gestartet. Ich hatte noch nie so einen guten Start, glaube ich. Auf wie viel Umdrehungen warst du? Hast du drauf geguckt? Ja, ich war. Ich habe am Anfang drauf geguckt, dann. Ja, ich hab drauf geguckt und dann habe ich gedacht, so scheiße, ich sehe gar nicht die Ampel. Und dann habe ich zur Ampel geguckt und dann ist sie gerade ausgegangen und bin ich losgefahren, aber ich war irgendwie nur so bei 7.000 oder so. Also ich habe drauf geguckt. Und da war ich bei 10,5. Und dann habe ich kurz weggeguckt, war ich irgendwie bei 11,9 oder so. Ja, offensichtlich, das ist so krass. Ich habe immer mit viel zu viel Umdrehungen gestartet und dadurch ist man wirklich richtig langsam beim Start. Boah, ich habe so Angst schon wieder, ey. Bin zwischen beiden Ferraris. Ja, ich mag die Strecke auf jeden Fall. Boah, ich hasse das. Also im Spiel. Dieses Spiel bringt mich jetzt schon um den Verstand. Das ist so gefährlich, die KI, also du kannst ja auch nicht trauen. Nee, gar nicht. Glaube ich zumindest. Also es hat mir nichts angezeigt. Es hat mir nichts angezeigt, keine Ahnung. Toll. Ach, schnellste Runde überhaupt. Lol, was war das denn? Was hast du denn gemacht? Hä? Ja, bei dir hat irgendwas gewackelt. Ich dachte, du wärst irgendwie. Das war ein Force Feed. Ja, ich dachte, du hättest irgendwas gekickt. Lol, Leclerc überholt mich. War doch nur ein Curb. Okay, du hast eine Position. Gasly ist auf Platz 3, was macht denn der da? Der ist doch die ganze Saison eigentlich relativ schlecht bei uns, oder? Gasly? Ja, der weiß ich nicht. Leclerc ist auf jeden Fall immer Leclerc krass. Leclerc ist ja, mega stimmt. Krass bei uns. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Überblick mehr. Also weil ich weiß, Leclerc dass ich in echt Punkte. Eigentlich auch ziemlich gut. Ach, krasser Typ. Nee, ich mach's nicht. Ich hab so Schiss gerade einfach. Was machst du nicht? Ja, überholen. Leclerc. Ich wollte Leclerc überholen und dachte ich, komm, scheiß einfach drauf. Wegramm, direkt. Ja, ich hab Angst, dass ich gerammt werde. Ich bin halt so nah an ihm dran. Aber ich lass das Gas los. Gar nicht mehr Gas geben, im ganzen Rennen, dann gehst du auch nicht kaputt. Ich bleibe aber recht stehen. So Warnblinker. Aber auf den Kies fahren, Warnblinker, oh, kein Bock mehr. Mach mal weiter hier, Leute. Das Ding ist, du kannst der KI halt auch nicht trauen. Ich also würde gerne wissen, wie meine Reifen jetzt hier sind. Okay. Du kannst der KI jetzt nicht so sagen, so ja. Boah, Alter, was ist mit einem Reifen los? Du kannst nicht irgendwie so sagen, ja, die KI, die passt schon auf, dann fährt er halt rechts an mir vorbei oder bremst. Nö, kannst du ja nicht sagen, der fährt einfach voll drauf. Fahrer hinter mir. Das ist halt das Dumme. Also, kann ich gar nicht so geil mit der Box sprechen. Kannst du nicht mehr? Nee. Ich dachte, das war jetzt gerade nur so ein kleiner Bug, aber anscheinend. Ja, nein. Ja, ist so ein X bei dir, war das, ich hab in deiner Aufnahme, ich hab mir ein Rennen hi. Geguckt, war das Boxen. Auch da und du hast irgendwie so versucht, das okay, war bei mir geht's. Ja, dann ist bei dir dieses Mal das X nicht da, aber bei mir ist es diesmal da. Ja, müssen wir abwechseln hier. Abwechseln. Aber müssen wir nicht gleich schon in die Box? Sechste, oder? Ich hab nicht nachgeguckt. Ich glaube, sechste Runde war. Ja, 6 bis 9. Ja. Ich hab einfach im kurvigen Sektor nachgeguckt, weil ich. Ach, so gut bin. Weil ich's kann. Ja, du bist doch schon wieder ungefähr 30 Sekunden vor allen. Ich kann's nicht nachgucken, leider. Aber ich habe einen kleinen Vorsprung. Ja, aber ich könnte zwar auch ein bisschen schneller fahren. Vor allem in manchen Kurven.
Aber ich lasse es einfach. Ich lasse einen kleinen Sicherheitsabstand und lasse es einfach sein. Wieder Platz bist du jetzt? Sechster. Was ich halt geil fände, wenn halt das Wetter, das ist ja jetzt hier so, soll ja immer stärker bewölkt werden. Wenn halt dann irgendwie so plötzlich dann doch irgendwie so dann irgendwie Regen kommt. Donner, Blitz, Überschlag. Ja, ja. Hagel. Dynamischer. Oh Gott, nein. Die Wettervorhersage halt Leclerc überholt gerade Vettel. Jetzt werden die noch langsamer. Eigentlich, nee, ich lasse es da. Energie ist zum Ausgeben da. Oh, stimmt. Oh Gott. Der redet heute mit mir gar nicht. Ja, ja. Pech. Hast es dir versaut mit ihm. Scheinbar. Er denkt sich so, ja, der ist so gut mit dem Wissen. Der weiß eh alles. Wahrscheinlich. Könnt ihr bitte jetzt alle in die Box? Hat auch mal mein ERS jetzt wieder ein? Ich kann nicht, weil wenn ich es einschalte, dann muss ich die ja überholen eigentlich. Ja, das wäre schrecklich. Ja, es ist gefährlich! Hat den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Aber weißt du was? Oh. Ja, was? Also, meine Reifen sind erst bei irgendwie paar 30% alle so ungefähr. Und auch sehr gleichmäßig eigentlich, bis auf vorne rechts, das ist keine Ahnung, der hat irgendwie fast gar keine Abnutzung. Aber ich rutsche gefühlt so krass über die Strecke, sodass ich halt so gedacht habe, dass ich auf jeden Fall in Runde 6 an die Box will, aber die sind halt noch eigentlich noch gar nicht so verschlissen. Trotzdem fühlt sich schon so kacke an, deswegen weiß ich irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll. Ja, weiß er doch nicht mehr alles. Ja, das stimmt. Alles weiß ich nicht, ich bin nicht allwissend. Nicht? Nicht ganz. Ich dachte, du bist so intelligent. Boah, hey, Vettel und Leclerc fahren gerade nebeneinander seit ungefähr... Ja, seit Startziel eigentlich. Digga, was mit denen? Die sind so irre. Im dritten Sektor, als sie gerade reingefahren sind, da haben sie sich jetzt wieder hintereinander eingeordnet. Aber bisher sind die einfach nebeneinander gefahren. Wow! Das virtuelle Safety Car ist draußen. Wieso ist denn jetzt das? Das ist ja jetzt richtig hässlich schon wieder. Wieso ist das virtuelle Safety Car denn jetzt draußen? Weiß ich nicht. Einer steht da hinten auf jeden Fall. Stimmt. Man darf nicht überholen jetzt, ne? Nee, darf man nicht. Alter, der fährt so langsam, ey. Ist der dumm? Fahre mit Vollgas und bin trotzdem irgendwie so, dass mein Delta größer wird sogar noch. Also. Okay, jetzt. Gott, jetzt muss ich aufpassen. Wir sind hier schon wieder so nah dran, weil die irgendwie das Delta ist bei denen voll egal. Die können trotzdem mit Vollgas fahren. So egal, Mann. Aber kann ich meine Batterie jetzt aufladen? War gerade mager. Battery, ja, ich auch. Alter, kann das mal wieder weggehen? Ich finde. Ja, ich hasse das. Ja, endlich. Ich finde das so nervig, weil ich sehe auch die Zeit nicht, dass ich dann irgendwie denke, so, ja, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen und so. Das sehe ich hier gar nicht. Ja, das ist außerhalb des Bildes. Ja, Alter. Jetzt hast du das nicht mal ein bisschen wieder reingerückt. Ich kann's nicht. Ich habe schon mal probiert, dann war es irgendwie. Dann war es irgendwie wieder so. Ich weiß nicht, was dieses Spiel macht. Es geht einfach nicht. LOL, so. Er hat sich gerade geportet. Also ich bin jetzt noch nicht an die Box gegangen. Wann willst Gasly ist an der Box. Box, ich weiß es nicht. Okay, Gasly ist jetzt an der Box, das heißt... Hamilton ist noch nicht an die Box. Wie viel gegangen. Prozent hast du? Na, warte. 51, 46, 31, 44. Okay, okay. Ja, wie du willst, mir egal. Willst du jetzt? Also würdest du dann nächste Runde oder würdest du sogar noch länger aus? Nee. Entweder ich gehe jetzt oder du gehst jetzt. Dann gehe ich jetzt. Und ich gehe halt dann nachher, ja. Also länger halte ich auf jeden Fall nicht aus. Also vielleicht, aber es ist halt trotzdem nervig. Okay, ich habe Leclerc überholt, ich bin wieder Dritter. Vettel und Leclerc habe ich überholt, beide.
Ich habe irgendwie 6 Sekunden oder so. Ja, 6,5 habe ich auch. Hamilton. Das heißt, du überholst mich jetzt auch. Ich bin gerade auch richtig langsam gefahren und so. Ne? So wie immer halt. Oh Gott, Hamilton fährt richtig langsam. Okay, er fährt auch in die Box. War gut für mich. Aber ein Ferrari fährt auch nicht. Nee. Der Leclerc, der folgte. Vettel ist auch an der Box. Okay, ich bin erster Platz. Boah, Leclerc, wie schnell kommt der denn ran? Was hat der geraucht? Der hat doch so gedopt. Muss ich den Norris überholen, ich bin Platz 4. Ja, 4 ist nur in Ordnung. Ja, klar ist 4 in Ordnung, aber... Soll ich so ein... Alter, was hat denn Leclerc geraucht? Der kam auf einmal so an... Der kommt schon wieder so angeschossen. Was ist denn mit dem? Hallo, ich bin Racing Point. Ich bin auf Geraden eigentlich krass, dachte ich. Hallo. Nee, eigentlich gar nicht. Boah, jetzt muss ich auch hinter dem Leclerc so richtig herfahren. Nein, Leclerc, ich lass dich nicht. Nein. Ja, der drängelt da hinten wie so ein Idiot, Alter. Was soll der Scheiß? Warte auch, Norris geht er jetzt. Ah nee, der hat gelbe Reifen. Scheiße, der geht gar nicht in die Box. Also muss ich den wirklich richtig überholen. Gut, dann... Alter, ist der dumm. Du bist doch so ein Hurenbock. Er überholt mich einfach im dritten Sektor, Junge. Was stimmt mit dem nicht? Nur weil er vor mir an die Box will, oder was? So, das ist gleich Platz 1. Okay, ich bin an der Box. Ah! Ah. Ja, Leclerc, das war's ein Spaß. Überholt, auf statt Ziel. Oh, gefährlich. Erstmal fällt wieder das ganze Lenkrad ab. Damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Fertig, los jetzt. Alter, so ist der. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Okay, die Box geht aber schon fit. Also die ist relativ schnell. Okay, der Leggy Mike ist wieder da, die Computerstimme. Nice. Hörst dich schöner an als Alexa. Ach ja. Geht auch nicht. Ich bin 9. übrigens. Nice. Nee. Irgendwie nicht. Oh Leute, ist das anstrengend. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Gut, dass die beiden McLaren, die können jetzt, ich fahre jetzt Abstand zu denen raus und die können alle dahinter irgendwie so aufhalten so. Weil ich habe zwei, ich habe Norris und Sainz sind direkt hinter mir. Wobei direkt natürlich relativ ist. Ja, die können schon aufhalten, das stimmt schon. Bin mal gespannt, ob die vor mir jetzt gleich ein bisschen Probleme kriegen oder was da los ist. Wir haben 30 Runden, habe ich jetzt erst aufgeguckt, wie viele es sind. Wir sind schon in der 10. Runde. Schon. Ich habe gar keinen Bock mehr. Wobei die gelben Reifen eigentlich relativ angenehm sind, finde ich. Ich finde die jetzt gar nicht so schlimm. Also Rot war ja richtig kacke jetzt mit der Zeit. Ja, Rot war wirklich... Ich habe mir die Gelben jetzt auch schlimmer vorgestellt. Okay, Magnussen hier direkt vor mir. Den haben jetzt schon einige überholt. Ich habe ihn natürlich jetzt noch vor mir. Das ist natürlich sehr angenehm. Oh, der Max, der ist da jetzt. Aber ich kann ihn noch... Ich kann ihn noch vor dem dritten Sektor schnappen, sehr schön. Weißt du, was auch krass ist? Ich? Nee. Aber Vettel ist in Deutschland auf Platz 20 gestartet und ist Platz 2 ins Ziel gefahren. Was? Ja. Das ist heftig. Dass Ferrari mal so krass ist, das ist heftig. Ja, das war das einzige Mal in dieser Saison. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. In Ungarn war es dann schon wieder so richtig so häselig von
Paris, was sie gemacht haben. Hat irgendwie so 30 oder 40 Sekunden Abstand zu Mercedes. Ah, bin ich nur wieder normal? Ah, du bist wieder normal, ja. Sehr schön. Leclerc hat gerade Gasly überholt. Also ich fahre die ganze Zeit rote Sektoren, also ich bin nicht gut. Schon schwach. Batterie sieht gut aus. Du kannst Überholen aktivieren. Aber ich finde, die Strecke hat auch irgendwie nicht so einen Flow, oder? Nee. Hä? Die hat keinen Flow. Was meinst du denn damit jetzt schon wieder? Ja, keine Ahnung. Die lässt sich so scheiße fahren, finde ich. Die Kurven sind so komisch und so. Und naja, weißt so du, schlimm finde ich die jetzt nicht. Also ich finde sie auch nicht so cool. Da gibt es definitiv coolere, aber ich finde die jetzt auch nicht so mega kacke. Es geht. Du bist pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. So lala. So, Gasly, jetzt bist du reif, hoffe ich doch.